Und da begrüßen wir Constanze Kurz, Trachtendesignerin von Hanna Trachten hier bei uns auf UE24TV. Wir schauen zum Jägerball und du kommst direkt vom Jägerball, direkt aus der Hofburg. Wie war es gestern? Was ist da abgegangen? Oder wie war es heute in der Früh? Ja, es war auf jeden Fall eine lange Nacht. Es war wieder ein fulminanter Ball, wie immer sehr traditionell. Ich bin sehr begeistert, dass es wieder sehr in die traditionelle Richtung geht in der Tracht und im Trend. Und es waren sehr viele auch wieder lange Dirndeln, sehr wenig kurze, weil einen Ball soll man eigentlich lang tragen. Das vergessen viele, aber es geht Gott sei Dank in die richtige Richtung. Ihr habt ja ein Ballkleid designt von Hanna Tracht und zwar von Elisabeth Köstinger und das Foto liegt uns auch vor. Genau. Da schauen wir mal hinein, wie schick denn da die Frau Köstinger unterwegs war. Ja, sie hat passend zum Jägerball einen grünen Ton gewählt. Wir haben dann auch noch für das Thema Jagd ein... Von deinem Kleid sehr ähnlich eigentlich. Das ist derselbe Schnitt, genau. Ja. Und sie hat aber eine hochgeschlossene Bluse dazu mit Dreiviertelärmeln. Ist auch sehr im Trend im Moment, was Schlichteres und Gediegeneres, Hochgeschlossenes zu tragen. Von der Farbe her ist es eher eigentlich Nobelkreuz, ne? So mit diesen Grautönen, das ist eher ruhiger. Früher waren, kann ich mich erinnern, oft Damen sehr bereit, ein bisschen knalligere Farben bei den Trachten zu verwenden. Das ist nicht mehr eben. Genau, es ist auch mehr erdiger geworden, ja. Auch edler. Also geht definitiv auch eben in die... Ja. Abendgarderobe. Genau. Mit dabei auch die Politikerin Margarete Schramböck. Wie stufst du ihr Kleid an? Das würde ich eher als Alltagsdirndl bezeichnen, weil es einfach auch ein Leinenoberteil, glaube ich, ist, soweit ich das vom Bild erkennen kann. Und ich hätte vielleicht zumindest eine seidige Schürze genommen. Okay. Wir blicken noch zu weiteren Top- oder Flop-Roben. Da haben wir eine Nachrichtenkollegin vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Nadja Bernhardt. Ja, das ist ein ganz schönes Da war sie auch schon wieder weg. Mit vielen Rüschen, schlicht sehr auch. Schön, so elegant. Schön. Sehr elegant. Gut gewählt. Ja. Ja. Würde man nehmen, Edi, oder? Ist sehr fällig. Und es sitzt auch hervorragend. Ich freue mich schon auf die Uli Sima. Bei der Figur sieht wahrscheinlich auch alles top aus. Und die hohe Politik natürlich auch mit dabei. Da haben wir den Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig. Und die Uli Sima überraschend in Rot, hat man nicht erwarten dürfen. Also ich habe ja selber auch ein blaues Dirndl schon machen dürfen. Also sie hat, wir haben ein Marktdirndl entwickelt. Und da hat sie natürlich als Marktleiterin mehr oder weniger oder als Oberhaupt der Wiener Märkte auch eins bekommen. Und wir haben noch weitere Ballgäste für Sie auch herausgesucht, welche Trachten da getragen wurden. Da haben wir die Wettermoderatorin Christa Kummer mit ihrem Ehemann. Der ist Tennisreporter, aber nachdem der ORF keine Rechte hat, kann er zum Ball gehen. Und auch wieder schön mit einer hochgeschlossenen Bluse, also wirklich auch wieder im Trend. Ein erdiger Ton, seidig. Es war auch lang, weil ich bin neben ihr gestanden und sehr, sehr passend. Was war das Motto dieses Mal? Es war Wien als Patronanz. Mhm. Motto war jetzt, glaube ich, kein spezielles. Also hat man sich jetzt nicht themenspezifisch anziehen müssen? Okay, nein. Also hat man alles anziehen können, was man wollte. Ja. Und welche Farbkombination war wirklich am massivsten zu sehen dieses Mal? Es waren dunkle erdige Töne da. Okay. Also es war natürlich auch ein Rot mal zwischendurch zu sehen oder ein kräftiges Pink. Viele nehmen auch dann oder peppen ihre Hochzeitskleider auch auf, weil das ja auch ein festliches Kleid war. Und mischen das ein bisschen mit verschiedenen anderen. Und ich habe generell das Gefühl, dass Tracht, Dirndl, Lederhosen jetzt immer mehr im Kommen ist und dass auch viele mehr auch jetzt im Dirndl heiraten. Empfindest du das auch so? Ja, ich komme auch gerade vom Wochenende von 3 Tage Hochzeitsmesse. Also heiraten in Tracht ist definitiv ein Trend. Viele kombinieren das auch in der, also standesamtlich trachtig und dann in weiß kirchlich, damit sie beides irgendwie ein bisschen mitnehmen. Es ist einfach eine ganz andere Stimmung, wenn man in Tracht heiratet. Apropos heiraten, da gehören ja zwei dazu. Ja. Ja, ja. Ja, was sind die Männer an? Haben die den Trachten-Smoking oder was wird jetzt getragen? Also am Jägerball ist eigentlich traditionell der Trachten-Smoking, also das grüne Sakko. Das ist eher so bloß steirisch, weil die Kärntner mehr braun. Ne? Genau,
Aber es ist natürlich der ganz normale Salzburger Steirer Anzug, auch en vogue. Gehen tut auch mit der Lederhose eigentlich die Kniebund-Lederhose, kurz eigentlich am Ball nicht. Gut, wir haben noch weitere Bilder. Jetzt haben wir uns die Wetterfee schon lang genug angeschaut. Jetzt schauen wir mal, wie wir da noch haben. Aber sie fächert so schön. Sie ist sehr hübsch, ja. Sie ist eine wirklich elegante Frau. Richard Lugner, den dürfen wir natürlich auch begrüßen an diesem Ball. Ja. Auch schön. Also, es ist auch von der Farbe her definitiv im Trend. Ich mag diese Schnürglitzer-Flitzer-Dirndl nicht so gerne. Es ist halt nichts Neues und gehört mir meiner Meinung nach auch eher nach Bayern. Und der Richard hat Lederhosen. Genau. Aber auch eine Kniebund, also das ist okay. Also du sagst eher so im Mittelfeld von Top oder Flop. Es steht ja gut, es bedeckt gut, also es ist jetzt nicht überall, also ausladend, sagen wir mal so, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Dann schauen wir mal weiter, wen wir da noch gesichtet haben bei den Top-Promis. Jawohl, da haben wir den niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner mit dem Opernball-Moderator Alfons Haider. Ja, also das ist auch, ich sehe jetzt da nicht sehr viel, aber ich habe sie auch tanzen. Man sieht nur den Haider. Aber man sie hat einen Kragenmieder an. Es war auch lang und schön seidig. Passt auch wirklich gut zu ihr. Bei Hanni Mickl-Leitner fällt mir auch auf, ich komme ja aus Niederösterreich, deswegen sehe ich die Landeshauptfrau ja sehr oft auch in Beiträgen, dass sie oft auch privat trachtig angezogen ist und immer so ein Dirndl hat. Ja, das finde ich auch immer schön. Vor allem Tracht heißt ja nicht nur Dirndl und Lederhose. Es ist ja, man kann das ja sehr schön in den Alltag integrieren. Wofür ich eigentlich auch plädiere und stehe, weil das sind unsere Wurzeln und wir können das gerne auch mehr tragen. Nicht nur in Salzburg, wo wir auch das zur Arbeit gerne anziehen. Das kann man gerne auch so landesweit mehr integrieren, würde ich sagen. Und der nächste Top-Promi, den wir da beim Jägerball gesichtet haben, schauen wir mal, ob wir noch ein Foto für Sie haben. Das ist Vienna, die Beatrice Körner. Schön. Ja. Sehr schön. Auch wieder eine schöne hochgeschlossene Bluse. Es ist allerdings leider für den Ball ein kurzes Dirndl. Das aber ich finde, Bea ist immer aber top angezogen. Aber ich glaube, bei den langen Beinen, sie ist ja wirklich riesig, wenn sie da so ein langes Dirndl anhat. Ja, das hat auch mal von mir eins angekommen. Ah, okay. Also man kann natürlich auch ein langes machen, beziehungsweise wenn es maßangefertigt ist, kann man auch die langen Beine einrechnen. Das ist kein Klassiker, das ist oben schon sehr brav. Ja, aber dennoch muss ich sagen, Bea ist immer ein Hingucker und ist immer schön angezogen. Also die kann eigentlich gar nicht daneben greifen. Ja, aber wir schauen ja die Kleider an und nicht die Frau. Okay, Entschuldige, das war missverständlich. Bea ist immer verteidigt. Es ist schon gut gewählt, es ist eben auch im Trend. Ich würde es halt lang wählen. Konstanze, vielen Dank für deine Beurteilung der Outfits vom Jägerball. Du bist ja bei Hanna Trachten. Ihr habt ja von Elisabeth Kösting, wie gesagt, das Kleid hier gemacht. Wir haben jetzt gesagt, ja, wir sind auch auf den Geschmack gekommen. Wir hätten auch gerne was von Hanna Trachten. Wo kann man dich denn kontaktieren? Ich habe mein Atelier im 7. Bezirk. Wir machen ganz individuelle Sachen. Also wenn wer was Spezielles sucht, Gesundheit. Gesundheit. Und neu auch Maßanfertigungen für Herren, also Maßanzüge in Trachtig und klassisch. Also jederzeit. Das wollte ich sagen, das ist ein Klassiker, das muss ich erst mal sagen. Ja. Man kann hingehen, kann sagen, man möchte einen Trachten-Smoking haben und dann wird er wirklich für deinen Körper, bei dir ist es wurscht, du hast einen Allerweltskörper, aber bei mir ist es schon ein bisschen schwieriger, dann wird er richtig auf den Körper geschneidert. Genau, aber es muss nicht ein unförmiger Körper sein oder ein fülliger. Also jeder ein Maßanzug oder eine Maßbekleidung, da fühlt man sich einfach ganz alles anders und schon souveräner eigentlich. Wenn alles trägt. Ist möglich bei Hanna Trachten. Genau, so ist es. Konstanze, wir schicken dich jetzt ins Bett. Du kommst direkt vom Jägerball. An dich eine gute Nacht und an all unsere Zuseher einen schönen guten Morgen jetzt mit den Wetteraussichten. Vielen Dank.